Hallo zusammen, ich habe hier unsere neue Kühlbox und ich frage euch jetzt, ist die Box Energieklasse A? Und zwar A bis G. Das ist das Beste, was es gibt. Das ist die Frage an euch. Und die schauen wir uns jetzt an, weil momentan ist diese Box, hat kein Energielabel, also ist momentan nicht zertifiziert. Ja, jetzt bin ich hier beim Mitbewerber, der hat eine neue Kühlbox, die CFX3. Sehen wir hier drüben 25, die ist ein bisschen kleiner, aber wichtig ist, wir gehen mal runter zu den spezifischen Merkmalen. Diese Kühlbox hier hat einen Energieverbrauch von pro Jahr von 44 Kilowattstunden pro Anno pro Jahr. Das ist hier die CFX325. Wenn ich jetzt die 35er nehme, die ist ein bisschen größer. Die hat 36 Liter Inhalt und die hat hier wieder genau den gleichen Energieverbrauch wie die 25 Liter. Aber hier sehen wir, dass diese Box 470 Kilowattstunden braucht in 24 Stunden. Das ist fast genau gleich viel wie 470 Watt im Tag. Das bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Wenn wir zurückgehen auf die 25er, dann haben wir keinen Energieverbrauch aufgezeichnet. Bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Da die aber bei 220 Volt den gleichen Stromverbrauch hat wie die 35 Liter, nehme ich jetzt an, dass die kleinere auch den gleichen Stromverbrauch hat auf 12 Volt. Das heißt auch die 470 Kilowattstunden pro Tag. 470 Wattstunden pro Tag. Wenn ich jetzt die größere Box anschaue, das ist die 45er, die ist auch Energieklasse C, das sehen wir hier. Ich gehe runter zu den technischen Spezifikationen und hier sehen wir, diese Box hier braucht 41 Kilowattstunden im Jahr. Also sie braucht weniger wie die zwei kleinen, aber sie braucht mehr auf 12 Volt. Ist ja eigentlich logisch, weil sie ist ein bisschen größer. Die braucht dann 490 Wattstunden im Tag. Ist auch Energieklasse C, das sehen wir hier unten. Das war jetzt ein kleiner Schwenk ins Internet. Und zwar eben 5 Grad innen, 25 Grad außen. Das ist ein alter DIN-Wert, eine deutsche Industrienorm. Diese Norm gibt es heute nicht mehr. Und unsere Box braucht gemäß Katalog, braucht die 180 Watt. Also das heißt etwas 2,5 mal weniger Strom bei gleichen Energiewerten wie die Dometic. Gut, wir haben einen Dampfer-Seckop-Kompressor drin und so weiter und so fort, das ist alles egal. Und hier habe ich eine Messung gemacht, also an der Batteriebox, die könnt ihr euch anschauen, da komme ich dann ein bisschen auf mehr, aber nicht erwähnenswert. Und somit muss diese Box Energieklasse A sein. Und sonst verstehe ich die Welt nicht mehr. Wie man den Strom misst, dass man auf diese Energiewerte kommt, der wird bei 16 Grad gemessen. Und dann hochgerechnet. Und dass ihr diese Rechnungsformular und Messdaten bekommt, müsst ihr dafür bezahlen. Kann ja nicht sein, dass ich für eine Norm bezahlen muss, die öffentlich sein soll.
oder verbindlich. Die alte DIN-Norm, das war einfach, ganz einfach eine Box. Innentemperatur soll, hier 5 Grad. Und eine Box, die Außentemperatur 25 Grad, Strommesser da hinten und man konnte das messen, da war der Stromverbrauch da. Und heute werden diese Energiewerte berechnet. Ja. Schaut euch das Video an vom Vergleich dieser Kühlbox, was die effektiv braucht an einer Batterie. Und diese Box ist somit Energieklasse A. Eigentlich höher, weil sie braucht 2,5 mal weniger Strom wie die Box von Weco. Nehmt mich nicht für voll, aber diese Energienormen der EU sind absoluter Schwachsinn.